Und FC Linz lässt auch heute nur wenige Fußballfans kalt. Einen Tag vor der nächsten Bundesliga-Runde gibt es unterschiedliche Reaktionen. Die FC Linz-Fans lassen ihren Frust ab, ob mit einem verzweifelten letzten Rettungsversuch oder gar mit roher Gewalt. Frust 1, abgeladen von Vandalen in der Nacht im Linzer Stadion. Der Rasen wurde beschädigt, Müllcontainer entleert, Sessel der Ehrentribüne demoliert und auf das Spielfeld geworfen. Die Konsequenzen, das Stadion wird ab sofort 24 Stunden am Tag überwacht. Höchste Sicherheitsstufe ist auch beim letzten Linzer Derby am 31. Mai angesagt. Es werden an die 100 Sicherheitsbeamte anwesend sein und ein verstärkter Ordnerdienst von ca. 60 bis 70 Personen. Das heißt, wenn Sie das vergleichen, welche Sicherheitsstufe ist das, Länderspiel oder internationales Spiel? Das ist über das Länderspiel zu ordnen. Frust 2 abgeladen von diesem FC Linz-Fan, Fritz Ulmer. Er will mit den Millionen seines Nachbarn, eines potenten Geschäftsmannes, den Spielbetrieb des FC Linz in der ersten oder zweiten Division weiter sichern. Der Trafikant und Hundefan mit Bulldogge Spencer will Blau-Weiß eben nicht so einfach vor die Hunde gehen lassen. Das Kapital für diesen Spielbetrieb, das wäre gesichert. Wie hoch wäre das? Das möchte ich jetzt im Augenblick noch nicht sagen. 30 Millionen? Ich möchte überhaupt momentan noch nicht über Geld sprechen, da wir ja auch mit dem Herrn Grad überhaupt über die Übernahme oder irgendwelcher Möglichkeiten noch verhandeln müssen. Und das machte Radio Oberösterreich heute Nachmittag möglich. Lächeln vor dem Duell. Im Offensivstudio war das schnell abgelegt. Für LASK und FC Linz ist klar, die Fusion ist fix. Ich finde das Angebot... Tut mir leid, Herr Ulmer, dass ich das jetzt so in aller Öffentlichkeit sage. Ich finde das nicht sehr seriös. Fritz Ulmer, Hut ab, Sie waren Internationaler, glaube ich, oder Fußballspieler des FÖST, waren 2 Jahre oder 3 Jahre Manager, nicht sehr erfolgreich, wie ich weiß. Ein Fritz Ulmer ist nicht abgestiegen und der ist immer nur Meister geworden. Da sind Sie falsch informiert. Da würde ich vorschlagen, üben Sie an einen Amateurclub, benennen Sie einen in der zweiten Klasse, von mir aus rauf bis zur Regionalliga, als FC Linz. Es gibt genug Vereine, die notleidend sind und ihr Geld brauchen, der Ungerhofer wird dann seines dazu tun. Diesen Verein noch zu retten, das versuchen wir. So geht's nicht. Der FC Linz ist kein Spielball. Und vor allem sollte man damit bitte nicht Emotionen und Hoffnungen bei Leuten, die glauben, sie könnten diesen Verein weiterführen, sie kriegen ihn nicht. Beide nicht, aus dem angeführten Gründen. Entschuldigen Sie bitte.